als Wissenschaftlerin, als Biologin möchte ich mich an Sie und vor allem auch an meine Kolleginnen und Kollegen wenden, mit dem Hintergrund, dass die Wissenschaft, wie wir sie heute erleben, zwar immer als das Allgültige genannt wird, aber nicht mehr das ist, was wir vor 30 Jahren gelernt haben, nämlich nur was Wissen schafft, ist auch Wissenschaft. Am Beispiel von der PCR, die jetzt so ein bisschen mein Thema geworden ist, möchte ich das erläutern. Wir haben vor 30 Jahren schon PCRs gemacht und damals aber auch nur zum Nachweis, ist zum Beispiel ein menschliches Gewebe mit einem bestimmten Viruserreger infiziert oder nicht. Heutzutage wird die PCR als allselig machendes Diagnostikinstrument für die Diagnostik des sogenannten SARS-CoV-2-Coronavirus verwendet. PCR selber als Diagnostikum ist sowieso sehr fraglich. Ich wundere mich immer, warum die medizinischen Kollegen sich die Diagnostik, die ärztliche Diagnostik aus der Hand nehmen lassen. Eigentlich muss eine klinische Diagnostik durch einen klinischen Befund erstellt werden. Und nur wenn dann der Kliniker wissen möchte, welcher Erreger hat denn das Krankheitsbild ausgelöst, dann kann ich eine Differentialdiagnostik machen. Und eine der Möglichkeiten dazu ist eine molekulare Analyse mit Hilfe einer PCR. Die PCR selber kann nie nachweisen, ob in dem Patienten ein vermehrungsfähiger oder auch weitergebbarer Erreger vorhanden ist. Denn um eine PCR zu machen, wird aus dem Gewebe Nukleinsäure, also Erbinformation, isoliert. Diese wird vervielfältigt und dann kann ich nur nachweisen, das gesuchte kleine vervielfältigte Genstück ist in dieser Person vorhanden. Ich kann weder sagen, ob dieses gesuchte kleine Stück zu einem kompletten Virus gehört im Falle von der Virusdiagnostik, noch ob das Virus tatsächlich sich in der Person weiterhin vermehrt oder schon zum Beispiel vom Immunsystem erfolgreich komplett bekämpft wurde und nur noch Reste in der Zelle vorliegen. Und ich kann auch in keinster Weise damit aussagen, ob noch so viele Viren vorhanden sind, dass diese Person infektiös ist. Also die Diagnostik muss immer aus jetzt meiner Sicht als Naturwissenschaftler von den Ärzten gestellt werden. Und erst wenn eine ärztliche Diagnose auf einen viralen Infekt hinweist, dann kann die PCR dazu beitragen, den Krankheitserreger zu identifizieren. Aber eine Diagnose nur aufgrund einer durchgeführten PCR, vor allem einer PCR, die zu ganz schlechten Bedingungen gemacht wird, so wie das im Moment leider der Fall ist, das kann nicht sein. Und das ist ein ganz typisches Beispiel, dass eine einfache molekularbiologische Labortechnik, die in vielen Bereichen der Wissenschaft verwendet wird, dass die zweckentfremdet wird und alle, die damit arbeiten, auch wissenschaftlich letztendlich missbraucht werden, weil hier eine Technik, der einen Wert beigemessen wird, die so nicht weiterhin bestehen kann. Und es ist leider sehr traurig, dass alle molekularbiologisch Arbeitenden, seien es Biologen oder auch Mediziner oder andere Wissenschaftler, die genau das wissen, weil das einfach Standardwissen ist, sich nicht ausreichend zu Wort melden, sondern dass nur Einzelmeinungen gehört werden und die Leute auch verunsichern. Insofern möchte ich die Kolleginnen und Kollegen aufrufen zu sagen, Leute, ihr wisst alle, was man mit einer PCR machen kann und was nicht. Und stellt das bitte mal klar, damit dieses Theater langsam mal aufhört. Dankeschön.